Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Maßnahmen und Ahndungen geeinigt. Das gleich in der Sendung. Zudem schauen wir auf den historischen Schwenk der US-Notenbank Fed und wie die Märkte reagiert haben. Und es gibt auch wieder zwei Top-Empfehlungen. Einmal Short, einmal Long. Alphabet und die Deutsche Post. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Alle haben darauf gewartet und Jerome Powell hat geliefert. Der Chef der US-Notenbank kündigte auf dem virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole ein neues, noch flexibleres Inflationsziel an. Künftig darf die Preissteigerung für eine Weile höher als 2% liegen, wenn sie sich zuvor für einen längeren Zeitraum darunter bewegt hat. Die Wall Street reagierte positiv. Mit diesem Schritt, den Märkte und Ökonomen erwartet hatten, schafft sich die Fed eine Menge Spielraum. Das heißt auch, dass die Leitzinsen wohl noch lange niedrig bleiben werden. Für den DAX ging es aber am Donnerstag ins Minus, 0,7% nach unten, aber der Deutsche Leitindex tendierte weiter über der 13.000-Punkte-Marke. Diese Woche war es eher ein Füßestillhalten, neue Impulse müssen her. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen wollt, könnt ihr das bequem von zu Hause, von der Couch aus machen. Es ist für Anfänger bis Fortgeschrittene für jeden etwas dabei. Die nächsten Termine am 9. September exklusiver Marktausblick mit André Stagge, 22. September Märkte im Chartcheck mit John Gossen, 30. September erfolgreich mit Bluestar handeln mit Ronny Bürger. Meldet euch am besten jetzt an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Corona ist wieder voll da in Deutschland. Deshalb müssen wir uns dieser Herausforderung stellen, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Heißt, Bund und Länder ziehen die Zügel wieder strenger an und haben sich auf einige neue Maßnahmen und Ahndungen verständigt. Verstöße gegen die Maskenpflicht sollen mit mindestens 50 Euro geahndet werden. Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, sollen bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden. Die Möglichkeit zu kostenlosen Coronavirus-Tests für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommen, soll ab dem 16. September auf Rückkehrer aus Risikogebieten begrenzt werden. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, soll die verpflichtende Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem 5. Tag nach der Rückkehr beenden können. Die Regelung soll möglichst ab 1. Oktober gelten. Die häusliche Quarantäne soll intensiv kontrolliert und bei Verstößen sollen empfindliche Bußgelder verhängt werden. Weiterhin ein wichtiges Thema ist der Eklat um das Corona-Demo-Verbot in Berlin. Am Samstag wollen Hunderttausende zusammenkommen und gegen die Politik der Bundesregierung demonstrieren, gegen die Corona-Politik. Ja, und da muss ganz klar gesagt werden, hier müssen Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit gegen Infektionsschutz abgewogen werden und das machen im Zweifelsfall die Gerichte. Der Berliner Innensenator Geisel hat einen großen Fehler gemacht und Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremisten noch einen vermeintlichen Beweis geliefert, dass der Staat freie Meinungsäußerung verhindern will, indem er die Demo verboten hatte. Wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Unsere erste Aktie ist Alphabet. Die Aktie gehört ganz klar zu den Top-Performern und ist ein Zugpferd für die US-Börsen, allen voran die Technologiebörse Nasdaq und S&P 500. Es sind die Fang-Aktien, die ihre Kraft unter Beweis stellen und ein A für Fang steht auch für Alphabet. Aus technischer Sicht besteht für das Wertpapier von Alphabet nun Aufwärtspotenzial in den Bereich des 138,2%igen Fibonacci-Retracements sowie der Kursmarke von 1.728 US-Dollar. Investoren könnten sich versuchen, auf aktuellem Niveau in die Aktie einzukaufen. Bestehende Long-Positionen sind mit einer Stop-Anhebung auf nicht weniger als 1.560 Dollar enger abzusichern, so die Analysten der Trading House Börsenakademie. Die zweite Aktie ist die der Deutschen Post und die hat sich in den letzten Wochen nahezu unbemerkt weiter nach oben geschraubt.
Die Aktien sind über eine mittelfristig entscheidende Hürde von 38 Euro gesprungen und notieren nun bei rund 40 Euro. Damit hat sich das Papier der Deutschen Post signifikant seinen Höchstständen aus 2017-2018 angenähert. Hier sehen die Analysten eine Short-Chance. Ab den Höchstständen sollten jedoch größere Gewinnmitnahmen sowie ein Ende der aktuell laufenden Rallye einkalkuliert werden. Dieses mögliche Szenario könnte sogar für den Aufbau von Short-Positionen genutzt werden, sofern sich tatsächlich im besagten Bereich ein Topping-Muster ergibt und die Aktie anfängt nach unten zu drehen. Auffangspunkte findet das Papier bei 38 sowie darunter bei 35 Euro vor. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.